Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zurück, ihr faulen Eierlappen. Was? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Oh, Red Dead Redemption 2, hey. Wir sind heute wieder hier und gucken, was wir für tolle Sachen erleben, ne? In dieser öden, langweiligen, alten... Scheißstadt. So, als erstes werden wir jetzt mal Bücher holen. Also Geld holen, damit wir Bücher holen können. Also Sozial... Nee, Sozialbuch. Dankeschön. Ah. Ah. Ach, 10. Ah, gracias. Na, für die, fürs Zivilbuch, jetzt fürs Zivilbuch, also Zivilgesetz. Wie heißt denn das? Ein Strafgesetzbuch. Nicht wahr? Ah. Guten Tag. Ja. Hallo. Ah ja. Wo ist denn der Scheiß? Ach hier. Lesestoff. Ah. Aber pass auf, wir brauchen... Alter, boah. Habe ich übersehen? Hä? Okay, jetzt habe ich 6-mal durchgeguckt. Die Bücher gibt's nicht. Die gibt's nicht. Da kaufe ich das Gärtnerbuch. Scheiß drauf. Gartentipps für und Klima für den angehenden Gärtner. $2. Ja, kaufe ich ein Exemplar. Definitiv. Das ist ein Traum. Bin ich mal gespannt. Gartentipps und Klima für den angehenden Gärtner. Oh. Okay. Auf Grundlage für jeden guten Gärtner sind neben ein paar Samen 10 voller Eimer mit Wasser. 10 Säcke mit Dünger, eine Hacke und eine Gartenschere für das Unkraut. Der Städter verbietet die... ist die Verschiede. Klimazonen eingeteilt. Also mit Absicht, oder? Die Zonen sind alpines Klima, mildes Klima, gebirgiges Klima, trockenes Klima und tropisches Klima. Sehr wunderbar. Der alpinenste Klimazone ist die komplett Ambarino. In der alpinen Klimazone ist die komplett Ambarino, ist für jede Pflanze zu kalt. Was? Was dort angepflanzt wird, geht durch den Frost und die Kälte ein oder lässt sich nicht einpflanzen, weil die Erde dort durch Frost durchzogen ist. Ne? Von Frost durchzogen, verdammt nochmal, wer hat das geschrieben? Bei der wilden Klimazone, die sich durch ganz New Hannover zieht, so wird ein Teil von West Elizabeth. Oh, die ist mir, excuse moi. Sieht ja schon anders aus. Auch hier wächst nicht jede Pflanze. Ein paar Pflanzen gedeihen ja wunderbar. Schon klasse. Hm? Das klingt gut, auf jeden Fall. Hm. Okay. Apfelbäume, schwarze Johannisbeere. Oh. Oh. Okay, Blaubeeren, Karotten, Mais. Okay. Tropisches Klima im Schumpfgebiet in Le Mans, rund um Chantenier und Schissiger wachsen viele der Folgepflanzen. Blaubeeren, Kokain, Kaffee, Mais. Oh, nur Moment. Mais, Tabak, Weintrauben, Mond, Zwiebel, Oregano, Pfirsiche. Pfirsiche? Himbeeren, Erdbeeren, Zucker, verschiedene Teesorten, Tomaten, Hanf und Orangen. Woran gehen? Danke Ihnen fürs Lesen und wünsche Ihnen viel Spaß beim Anbauen. Professor Wolfgang von Dannenberg. Das ist es? Moment, das war das ganze Buch?
Das ist ja, das ist ja Abzocke. Das ist ja Betrug. Das ist ja unfassbar. Ich habe $2 dafür bezahlt. Ja, das ist ja unfassbar. Das ist ja wirklich eine reinste Frechheit. Also wirklich. Ich habe ein Buch gelesen. Aber ich kann jetzt behaupten, ich habe schon mal ein ganzes Buch gelesen, Bruder. Ja gut, das geht ja nicht. Also da müssen wir nochmal nach einem Buch gucken. Das kann ja nicht sein. Also das ist ja schrecklich. Das ist ja wirklich schrecklich. Haben wir Burtons Klatschspiegel, Ausgabe 12? Ja. Wo ist Band 1 davon? Ich hätte gern Mythen und Geschichten Band 1. Na, dann nehme ich als zweite Band. Zwischen 53 verkauft, Alter. Boah. 3 verkauft. So, da kaufe ich natürlich auch eins. Na, dann wollen wir mal. Was ist das denn? So, dies, gib mir schnell dein Geld. Hä? Wo kommst du denn her? Mietstange gestohlen. Was, bist du schon die ganze Zeit da drin? Ja, hier, Geld. Wie kann. Eine wichtige Info, es wurden gerade in der Mine 3 Kisten Dynamitstangen. Auf 150 Dynamitstangen entfernt. Moment her. Ich brauche Geld, ich werde den Marshall Service informieren und die anderen Offices. Hat man gesehen, wer? No, leider gar nichts. Mademoiselle Grey und Monsieur Alvare sprachen mich gerade an. Ich war gerade oben, das würde ein bisschen tief gehen. In der Mine. Ein Verdächtiger konnte aktuell nicht ermittelt werden, es gibt keine Verdächtigen. Hat man die beiden neuen Mitarbeiter untersucht? Die Sicherheitspersonal fällt auch. Ich habe die Zeugenaussage aufgenommen, Mademoiselle Grey und Monsieur Alvare sind noch oben bei der Mine. Ich werde jetzt erst einmal. Schon mitten den gesucht. Schreibe der Greenfield jetzt zu. Schwerwiegende Verbrechen, Verletzungen und Gewalttaten. Was braucht man denn fürs Telefonieren? Okay, ist das schon ausgerufen? Entschuldigung. Bastarde.
Südalöch. Also, wo so gibt es Telefon am Barillo, wenn niemand da ist, um sie abzuhebeln? Was ist nicht? Wo sind hier Ruhesmarscher, Service? Mann, ja. Justiz und die Nino, die kann ich nicht anrufen. Hannesburg Donmarschall, da ist immer jemand da. Ah, das sind wir. Pardon? Das sind wir. Ich weiß. Einzig Officer, das besetzt zu sein, scheint hier, hm? Und die haben die keine Telefonapparillo mehr auf der Kaligalol. Was ist denn los? Hast du nicht gehört? Was ist denn los? Ich hab geredet, aber es wurden 150 Stangen Dynamit gestohlen. 150 Stangen? Ui, drei Kisten A50 Stangen. Oben bei der Mine. Die können ja die ganze Stadt in die Luft jagen damit. Allerdings, jetzt versuche ich auch gerade irgendwen zu erreichen. Ne? Und ja, ich erreiche niemanden. Nirgendwo in keiner Stadt. Blackwater habe ich noch nicht. Aha, ich habe gerade den neuen Klatschspiegel von der Burton gekauft. Oh no, werde mich nicht so ein Mist jetzt. Mhm. Oh no. In Rose läuft das anscheinend jetzt super, nachdem die unfähige Exekutive ausgetauscht wurde. Und der Klatschspiegel arbeitet jetzt eng mit dem Office zusammen, um die Kriminalität zu bekämpfen. Hm. Das Rhodes Office glänzte nicht gerade damit, dass dauernd die Town Marshals wechselten. Ja. Komisch. Hm. Warum wechselten die wohl? Hm? Keine Ahnung. Blöder Bastard. Diese dumme Schlampe. Es wird immer schwerer. Es wird immer schwerer, nicht den Miller zu machen mit der Frau. Ich weiß, ich... Aber nein! Wir sind ja jetzt die zivilisierte Welt, nicht, ich habe jemanden in die Leitung gefahren. Hä? Ich glaube, ich bin jemandem in die Leitung gefahren. Ich habe auf einmal jemanden in die Rede nach, Mann. Ich bin hier. Ich rede. No, durch die Telefonapparillo. No, was? Die Hannesburg. Das gibt's ja nicht. Monsieur, Senior, sagen Sie mir, dass bei Ihnen ein US-Marschall ist. No? Hallo? Ja, dieses Ding funktioniert nicht. Okay. Muss der Tarnmarschall natürlich entscheiden, wie wir vorgehen, aber ich bin dafür, dass wir losreiten und na, nicht den Zivilisten davon erzählen. Das könnte eine Panik verursachen. No? Aber dass wir unbedingt dieses Dynamit wiederfinden müssen oder die anderen Städte wenigstens warnen. No? Ja, irgendjemand läuft da gerade mit einer riesigen Bombe rum. Denn auch was? Bombe. So. Hm? Wieder eine Bombe? Ja. Eine Ansammlung von Sprengstoff. Deputy, kleiner Tipp, binden Sie das Pferd mal an, dann rennt es nicht ständig weg. Toller Tipp. Scheinheiliger Scheiße. Was machen Sie denn, Gregor? Was machen Sie denn dort? Tragen? Sieht man doch. Ja, aber was? Dinge. Ist sicher gesund, Salpeter zu essen. Ja. Siehst du, jetzt hat's mit Gray Mitarbeiter, hat Zeit und jetzt fängt sie im Saloon an. Also? Ach, steht Nox jetzt bei den Leuten da rum? Wer ist denn Nox? Nein, ich meine Gunn. Ah, keine Ahnung, warum nicht? Gunn? Naja, wenn du mich brauchst, ich bin beim Office, dann sagst du Bescheid. Der Geist des Flusses. Name ist jemand hier. Ah. Kommen Sie, wir haben eine Aufgabe. Ach. Ja. Wir reiten noch einmal oben bei der Mine vorbei. Schauen, ob wir eine Spur finden. Und wenn nicht, dann reiten wir die Abwege und halten Ausschau nach Gutschen. Oh. Das Dynamit muss in der letzten. Das letzte Mal, als Mademoiselle Grey in der Mine war, vor 21 Uhr meine ich. Oh. Warum 19 Uhr? Das heißt, das Dynamit muss in diesem Zeitraum gestohlen worden sein. 19 bis 21 Uhr. Oh. Das Sicherheitspersonal ist nicht da. Sehr. Nur ein völlig verstörter, stummer Mann. Oh. Das
sehen. Wir sehen noch an sie rein mal um. Aber ich glaube nicht, dass wir hier was finden können. Doch, dieser Reingang direkt am Anfang. Schön. Also hier fehlt eine Kiste, ne? A gauche, meine ich. Direkt in, an die Anfang. 150 Stangen, Jack. Was haben die vor? Ja. Wenn du genau hinsiehst, dann siehst du hier noch die Spuren, wo die Kiste stand. Ne? Die haben das ja dokumentiert, oder? Wie? Ich habe das dokumentiert. Nein, nein, ich meine die Leute, die zu dir gekommen sind, das gemeldet haben, denn die haben wirklich genau nachgeschaut, dass das was fehlt, oder? Ja, sie haben mir gesagt, dass hier immer die Kisten sind. Hier siehst du noch deutlichere Spuren, dass hier eine Kiste war. Ne? Ja. So gehen jedenfalls, dass hier Kisten standen. Und dann haben sie mir hier noch gezeigt. Jetzt ist der Sicherheitsmann hier auch noch weg. Hier kann ich es nicht mehr so gesehen, aber sie haben es gesagt, 3 Kisten in jede Kiste fast ja, ungefähr 50 Stangen. Das ist, Jacques, das ist die Ecke, wo ich letztens aus Spaß gesagt habe, ich schieß mal drauf. Da stand ein Haufen in der Ecke. Ein Riesenhaufen. Scheiße. Also da fehlen noch mehr Kisten. Ich glaub, sie haben keine Bestandslisten oder so, ne? Aha. Das ist einfach nur ihr Gefühl, dass es 3 Kisten sind. Ne? Aber wenn es 3 Kisten sind. Das bedeutet, es könnten auch 5 sein oder 6, dann wären es 300 Stangen vielleicht. Alles möglich. Scheiße. Die Mitarbeiter hier, die hier neu eingestellt sind, sind mit Pferden hier gewesen. Die Leute sind der Meinung, dass man diese Kiste nicht mit Pferden transportieren kann. Ja, dann mit einer Kutsche. Deswegen, da niemand gesehen hat, dass hier eine Kutsche hier runtergefahren ist. Ne? Scheiße. Müssen sie hier lang. Da reiten wir nach oben. Im Westen. Wir können natürlich nur Kutschen kontrollieren, die hier in unserem County sind, nicht wahr? Natürlich, aber wir reiten trotzdem in die anderen Countys. Um Bescheid zu wenigstens sagen. Wenigstens den Officern Bescheid zu geben. Oh. Mon Dieu, und wohin jetzt noch? Wohin? Irgendwelche Spuren. Hier sind überall Kutschenspuren, verdammt. Ja, allerdings. Allerdings. Hier rennt schon unsere Spur, ne? Also reiten wir erst einmal nach Valentine. Die hätten überall hin, ja. Vielleicht treffen wir einen County Sheriff. Das wäre das Wichtigste erst einmal. Wie wild, mon frère? Ah, merde. Das kann ich gar nicht sehen. Aber sollten wir Kutschen sehen hier in Hannover, dann halten wir die auf jeden Fall an und kontrollieren. Ne? See. Definitiv. Ich sollte wir mal mit Mademoiselle Bourton reden. Und dann? Ich weiß nicht. Schreibt sie noch was Schlimmeres. Na, oh, hast du recht. Wir sind ja nicht so ohne Grund hier oben. Ne? Genau. Sie ist einer der Gründe. Wir müssen abwarten, bis das beruhigt ist. Ich habe übrigens gelesen, dass in New Austin gekämpft wurde. Mon Dieu, warum und uns? Ja, weil New Austin ist im Süden, nördlich von Mexiko. Ach so. Das ist da, weißt du, wo wir hergeflüchtet sind, sind wir da durchgekommen, also ich zumindest. Ich bin mit dem Bock. Und, Von auch, ne? Fällt dir das auch ein? Scheiße, wir reiten jetzt einmal durch. Hey. Und aber auch zurück, oh? Nein, nein! Kommt noch! Hey. Hier links. Sollen wir unsere Sterne abnehmen? Ja, das machen wir. Was wir machen könnten? Wenn. Könnt ihr uns maskieren? Nein, nein, wenn da jemand ist. Dann. Obwohl doch, wir könnten uns maskieren, aber wir haben nichts, ne? Ich habe ein Tuch. Hast du ein Tuch? Nein, okay. Natürlich. Aber kein Tuch. Warum nicht? Warum sollte ich? Ja, sieh mal. Noch für den Staub. Unfassbar. Ich habe kein Tuch. Aber wie trinke ich jetzt was, mon Dieu? Na, indem du das Tuch unternimmst. Nee, ich hätte gedacht, wir reiten da durch und wenn jemand uns anspricht, was wir hier wollen, dann sagen wir, no, wir wollen Dynamit kaufen. Aber wenn du kein Tuch kriegst.
zieh mal meinen Mantel aus. Schön. Jetzt siehst du aus wie von der Kavallerie. Natürlich. Ja. Naja. Versuch dich unauffällig zu verhalten, ne? Sollen wir vielleicht zu Fuß? Bist du sicher? Ich glaube, wir rennen. Hier, ne? Wenn wir die Pferde mitnehmen und wir werden beschossen, dann sind wir am Arsch. Zu Fuß sind wir schneller wieder raus. Der Mann guckt uns an. Der weiß es. Jack, Ruhe. Audi, Vater. Guten Tag. Jacques redet ganz normal, verdammt. Geh mal in den Saloon. Okay. Wenn es Infos gibt, Informationen gibt, dann hier. Ja, wir trinken einfach nur was, ja? Guten Tag. Hi, darling. Ja, schönen guten Tag. Hier. Ich hab Wodka gekauft. Hier. Zwinker. Ja, Wodka. Auf drei, ja? Un, deux, trois. Ah, das ist das beste Zeug. Ah, das ist das beste Zeug. Die Audi-Schaften, ne? Die Herrschaften, verdammt nochmal. Wo muss man denn hier hingehen, wenn man etwas Besonderes sucht? Oh, Scheiße. Gut, okay, keine Kutsche raus hier. Wenn das kein mitkriegt, sind wir tot. Wenn wir nicht sterben, kriegt er es auch nicht mit. Oh. Und wenn wir sterben, kann es auch egal sein. Oh. Ja. Guten Abend, Sir. Schönen Abend noch, ja. Ah. Ja, leicht mal draußen. Ich hab die dickste Eier. So machen die doch immer. Stimmt, ja. Sie halten die Schnauze. Denn. Halten Sie die Schnauze. Was machen Sie frecher nochmal? Wenn Sie frech, Mr. de Frosche, soll ich ihm eine reinhauen? Ich schließe sie gleich auf. Ja. Okay, ich glaube, das reicht. Aber wenn Sie nochmal Glück gehabt haben. Außer das Fenster da oben. Ich habe auch keine Gucci hier. Wir müssen uns beile nehmen. Seid ihr gegen uns? Hier steht eine. Warte mal. Nee, die Kiste, die Kutsche ist ja am Arsch. Das ist ja. Wohin? Du wolltest doch die Villa beobachten. Ach so. Ich habe nicht letztens gesagt, dass doch eine Menge Bilder auf Buben liegen. Ja. Augenscheinlich schon. Bist du der County Sheriff sein Office hat dir? Nein. Ja, weißt du, was jetzt unheimlich wäre? No. Wenn jetzt die ganze Stadt explodieren würde. Das wäre doof. Und hier machen wir noch nicht so eine Angst. Das kann doch nicht wahr sein. Ah, sehr gut offen. Hallo? Bin der Ingenieur, der Grand Nummer von Fort Valley? Nein. Haben die hier eine? Ich weiß nicht, diese Kugel. Und hier bist du wieder mal frei. Oh! Frau Wallace. Bin eingeschlafen. Was ist Bloodings Chateau Dorn? Was ist das denn für ein Scheiß? Roosevelt Anwesen,
Blackwater Ärzte aus, Blackwater Salonrot, Donnerschall. Wo sind denn alle? Strong. Shark? Ah. Wir stehen mit allen Betroffenen, welche durch das Klatschblatt in den Dreck gezogen wurden. Wir sind selbst auch betroffen und sind froh, dass endlich jemand aufsteht und sich dagegen solch einem Tyrannei aus Chantilly auflehnt. Ihr seid nicht alleine. Wo steht das? Ah. Ich nehme meine Solidarität, den Geschädigten des Klatschspiegels ausdrücken. Verdammter Mist. Chuck? Ich kann es nicht mehr sehen. Mir wirft man vor, ich würde meine Arbeit nicht machen, aber kaum sind wir irgendwo. Keine Sau arbeitet. Allerdings. Die Leute reiten den ganzen Tag nur in der Weltgeschichte rum und müssen Gespräche führen. Anstatt sie ihrer scheiß Arbeit nachgehen. Ja, genau. Wenn sie das wenigstens machen würden. Sind sie nicht der, der Sheriff? Ja, warum? Ah, sehr gut. Monsieur, kommen Sie zum Office. Das ist wichtig. Wir kommen aus Annesburg mit wichtiger Nachricht, ne? Aber nicht hier, nicht auf der Straße. Glück ist das Ding auf, ich habe eh keinen Schlüssel, den Scheiß. Hey, ich sehe Sie betrunken. Ich bin nicht ganz so fit, aber ansonsten, was ist los? Ja, wenn Sie jetzt besser fit, Monsieur. In Annesburg wurden etwa 150 Stangen Dynamit gestohlen aus der Mine. 150 Stangen Dynamit? Drei Kisten, 50, na. Vor etwa einer Stunde kam Mademoiselle Gray, die Inhaberin der Mine, na. Kam auf mich zu und zeigte mir die Stelle. No, sie, viel auf ihre Wort beruht, no, aber sie zeigte mir drei Stellen, wo vorher wohl drei Kisten gestanden haben. No. Das Sicherheitspersonal ist nicht anzutreffen. Und wir haben versucht, überall anzurufen und wenigstens die Offices vorzuwahren. No. Können Sie sich vorstellen, Monsieur, was man mit 150 Stangen Dynamit anfangen kann? Ja, da ist Annesburg weg. Ja, ist der Annesburg. Na, in Annesburg haben wir leider keine weiteren Spuren gefunden, no, wohin es geht. Wir. Wer hat das gesagt? Wie heißt die? Miss Gray und. Gray. Ja. Ich habe die Aussagen habe ich dokumentiert. Miss Gray und Baco Alvarez, beide Mitarbeiter der Mine. No. Lisa Gray gehört die Mine. Also gehören die Minenrechte, man. Genau. Drei Kisten waren das. Ungefähr. Könnten auch mehr sein. Verdammt. Ja. Wir haben um Annesburg rum schon alles abgesucht, nach Kutschen oder sonstiges, aber Sie können das ja auch hier durchführen, falls irgendwie Kutschen
in der Gegend unterwegs sind, gerne durchsuchen. Empfehlung, vermutlich wurde die Kiste mit einer Kutsche entwendet. Mit Pferden ist das nicht zu machen. No. Würde ich empfehlen, das dass wir landesweit die Kutschen stärker kontrollieren. No. Dann wüsste, wo die anderen sind. Ja, ebenso. No. Leider erreiche ich auch nie. Ich habe in jeder Stadt angerufen. No. Wir würden jetzt weiter nach Süden reiten. Der Tarnmarschall Kahn ist noch in Andersburg. Mhm. Wir würden Rotz und Saint-Denis, also Le Moyne, würden wir noch abklappern und in der Hoffnung auf der Caligal Hall auch US-Marschall zu treffen. Ich denke, das ist durchaus wichtig, dass Sie auch Bescheid wissen. Ich mache mich mal auf den Weg nach West Elizabeth, gebe denen Bescheid. Super, sehr gut. Ja. Okay. Wenn Sie jemanden von meinen Leuten sehen, sagen Sie, wo ich hin bin. Ich komme da wieder hierhin zurück. See, machen wir. Und wir sind dann wieder in Andersburg. Ja. Dann einen schönen Abend noch. Ja, soweit Ihnen auch. Adios. Gott sei Dank, wenigstens einer, der seine Arbeit nachgeht. Hey, wenigstens einer. Ist ja unfassbar. Unglaublich. Wo lang geht's noch? Erst nach Rhodes oder erst nach Saint-Denis? Erst nach Rhodes, ist ja auf dem Weg. Nach Saint-Denis. Okay. Also doch. So, und wir reiten mit den Pferden auch nach Saint-Denis rein. Okay. Das muss jetzt schnell gehen. Wer weiß, ob die heute schon was planen? Das weiß man nicht noch. No. Verdammte Bastarde. Feiglinge sind das, Jack. Feiglinge! Was? Wie gesagt, wir halten weiter nach Kutschen ausschauen. Kannst du mich hören? Ja, natürlich, ja. Verdammter Mist. Da hat keiner Radio. Na, wo lang? Mein Gott! Da reite doch! Ja! Zwischen 19 und 21 Uhr 150 Dynamitstangen aus der Mine in Andersburg entwendet wurden. Ach. Wahrscheinlich mit einer Kutsche. Aha. Und von wem? Wissen Sie das? Unbekannt. Und auch keine. Wir finden keinerlei Spuren in der Nähe. 150 Stangen. Ja, drei Kisten. Höchstwahrscheinlich sogar mehr. Was kann man damit anstellen? Ganz Valentine in die Luft jagen? Oder stellen Sie sich das Schlimmste vor, dass man damit machen kann? Das mal sehen. Ui, wir haben Valentine, konnten wir den County Sheriff mittlerweile informieren. Und wir empfehlen dringend, Kutschen zu untersuchen. Wahrscheinlich wurden die Kisten per Kutsche transportiert. Per Pferden ist das ja nicht möglich. Das Problem ist, in dem Falle unbegründete Durchsuchung willkürlich von irgendwelchen Kutschen ist meines Erachtens nach verfassungswidrig. Solange man und allgemeine Kontrollen gibt es nicht. Wir haben keinerlei, ansonsten keinerlei Anhaltspunkt. Wir müssen die 150. Naja, wir können auch warten. Der ist mir. Verdammte Scheiße, ja, Gentlemen, ich würde meine Männer darüber in Kenntnis setzen. Schön, machen Sie das. Wenn es nicht angesprochen wird, den Staatsrat. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für die Information und sollte irgendwas Neues bei Sie auch. Meine Fresse. Ja, warum denn nun? Es gibt allgemeine Kontrollen, verdammt. Natürlich. Unbegründet für den Arsch. Wenn der Lübe braucht, keine Ahnung. Zögern Sie bitte hier, Pferd. Guten Abend. Ja, quatschen Sie mich nicht voll. Ist der Taunmarschall da oder irgendjemand? Nein. Verdammt nochmal. Geht schon nicht. Voll.
Guten Abend. Guten Abend. Ah, bonjour, Monsieur. Sie sind Mr. Jones. Mr. Jones, sind Sie Town Marshal oder? Ich bin hier der Town Marshal. Ah, wunderbar. Ja. In Annisburg wurden ungefähr 100. Sollten wir das nicht im Office besprechen? Wir gehen ins Office. Wer ist das dort hinten, der da weggeht? Brady. Das ist Miss Brady. Egal, ich muss auch kommen. Oh je. Mademoiselle, Sie sind County Deputy Sheriff? Pardon, excusez-moi, was wissen Sie? Wie sind Sie mit dem? Oder wie sind Sie das? Ich wurde gerade von Miss Malone angerufen. Ich wollte das Geld, weil ich die Sachen habe. Ach. Was geht's da? Was ist denn passiert? In Annisburg wurden ungefähr 150, wahrscheinlich mehr, Stangen Dynamit entwendet. Und irgendjemand hat die Scheiße jetzt und stellt damit sonst was an. Das ist überhaupt nicht gut. Deswegen, wenn irgendwelche Kutschen zum Kontrollieren da sind, kontrollieren Sie die bitte. Schauen Sie irgendwie danach. Wir haben jetzt bei uns in Annisburg oben nichts feststellen können. Okay. Aber nur, dass Sie Bescheid wissen. Wir waren in Valentine, der Marshall Service weiß Bescheid. Genau. Okay. Gut. Mademoiselle Brady weiß auch schon scheinbar gerade Bescheid, sie reitet zur Breite. Oh ja, sie weiß ja alles, das ist kein Problem. Meloni angerufen, ich weiß nicht, wer das ist. Ich glaube, Strawberry kommt die Dame. Ui, nun, ich empfehle, wir empfehlen auf jeden Fall äußerste Wachsamkeit und allgemeine Kontrollen von Kutschen. Ja, werden wir durchführen. Gut, weiß ich Bescheid. Schön, wunderbar. Gut, einen wunderschönen Abend noch. Schön. Wir gehen noch nach Saint-Denis und sagen denen Bescheid. Oui, und dann sind wir wieder in Annisburg und ich habe den Fall dokumentiert. Ich habe Ah, ausgezeichnet. Wunderbar. Passen Sie auf sich auf. Von der Mine oder von wo? Oui, von der Mine. Ja, von der Mine direkt, ja. Ausgezeichnet. Gut. Adios. Das ist übrigens der Town Marshal, der überall verbreitet, dass ich unfähig bin. Ah. Verbreitet er das? Ja. Woher weißt du das? Weil ich es gehört habe, wie das jemandem gesagt hat, als ich hinterm Haus stand. Naja. Die Brady gerade direkt wieder, zügeln sich ihre Pferde. Ich habe gesagt, quatsch mich nicht voll. Wird dir wohl einen Grund geben, wenn ich hier reinreite, hä? Mein Gott. Die Kaligalol. Ja. In Annisburg wurden 150, wahrscheinlich mehr, Stangen Dynamit entwendet aus der Mine. Was? Irgendjemand ist damit jetzt unterwegs, Scheiße zu bauen. 150? Ja, damit jagen wir halb Saint-Denis in die Luft mit 150 Stangen. Wir haben gerade die Brady hier gesehen. Na, muss nicht gleich jeder wissen. Das war Burton. Was hab ich gesagt? Brady. Okay. Da müssen wir auch aufpassen. Ich verstehe. Also, klar. Erzähl das nicht gleich jedem, erzähl das deinem Mr. Vorgesetzten, ja. Ja, genau. Ich habe den Fall dokumentiert, der ist in Annisburg nach in der Verlagte nachzulesen. 150 Stangen Dynamit. Und ja. Wahrscheinlich mehr. Ja, definitiv dazu sagen. Aha. Das ist nämlich nicht, es ist nicht dokumentiert, wie viel die auf Lager haben, aber es fehlen auf jeden Fall mindestens 3 Kisten und da sind immer 50 Stangen drin. Oh, okay. Und mit einer Stange jagen wir eine kleine Holzhütte in die Luft. Oh. Dann stell dir vor, was mit 150 passiert. Wir empfehlen verstärkte allgemeine Kontrollen in der nächsten Zeit, gerade bei Kutschen. Ja, ich verstehe. Genau. Aber das können wir natürlich nicht bestimmen. Dass, nein, so, aber so, gib das weiter auf jeden Fall. Nein, das ist ein Grund zur ein Verdacht zur Kontrolle. Ja. Ein Marshall hat uns gerade gesagt, da gibt es ja keinen Verdacht, das ist ja verfassungswidrig, wenn wir da Kontrollen durchführen würden. Dann habe ich zu ihm gesagt, na gut, dann warten wir halt, bis irgendwo was in die Luft fliegt, sie Arschloch. Ja, genau, nein, man kann es ja nicht begründen, du hast ja einen Verdacht. Habe ich gedacht? Solange man einen Verdacht hat, jemanden zu durchsuchen und man sagt, naja, es wurde in der Medien geknaut, wir haben den Verdacht, dass sie vielleicht was dabei haben könnten, wir werden mal uns das mal ansehen. Ja, es ist ja einfach eine Proforma, eine Vorausschau. Ach, gut, weitergeben, schönen Abend noch. Ja, schönen Abend. Super, was auch immer.